Sie haben im Vortrag von Makoma, glaube ich, sehr eindrücklich erfahren, was Uranbergbau bedeutet. Johannesburg ist die radioaktivste Stadt der Welt, hat sie gesagt. Sie können das auch im Uranatlas nachlesen. Und ich kann Ihnen noch mal sagen, der Uranatlas wurde von der Rosa Luxemburg gefördert. Er ist kostenfrei zu haben. Nehmen Sie ein Exemplar mit. Wir stellen ihn auf unserer Webseite kostenlos zum Download bereit mit sämtlichen Grafiken und Charts, damit gearbeitet werden kann. Wir wollen das Thema in die Öffentlichkeit tragen. Und ich will Ihnen jetzt noch ein bisschen zeigen, warum wir uns überhaupt mit diesem Thema in dieser Weise beschäftigen müssen. Also warum Uranbergbau nach wie vor ein wichtiges Thema ist. Die Erderwärmung, das wird derzeit quasi in fast jeden Tag diskutiert, soll auf unter 2 Grad, am besten 1,5 Grad begrenzt werden. Atomkraft ist klimafreundlich, sagt deren Lobby und wirbt für Atomstrom. Wir haben jetzt dieses Chart uns erstellen lassen, oder vielmehr die Daten erstellen lassen vom Öko-Institut. Und dann muss man erstmal konstatieren, es stimmt. Atomkraft ist im Vergleich zu Kohle und Gas eine relativ emissionsarme Technologie. Andere Erneuerbare, das sehen Sie hier, sind weit drunter. Wasser ist bei 4 Gramm pro Kilowatt, CO2 pro Kilowattstunde. Die Atomkraft ist bei über 100. Alle anderen Erneuerbaren sind noch drunter. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt, der jetzt quasi die Diskussion pro Atomkraft neigen würde. Der entscheidende Punkt sind die Kosten. Sind Daten, die das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme für Deutschland ermittelt hat. Deutschland im Jahr 2017. Und da sieht man, Atomkraft ist fast die teuerste Technologie. Die 12 Cent sind auch nicht jetzt vom Fraunhofer-Institut, sondern die sind übernommen worden von Hinkley Point als Kostenfaktor, um zu zeigen, wo müsste man Atomkraft einordnen. Wenn man sieht, wir in Deutschland können bereits für 4 Cent, für 6 Cent Wind- und Photovoltaikstrom generieren, da ist Atomkraft jenseits von Gut und Böse. Und das ist eigentlich nur das System, wie es, wenn es gut läuft, funktioniert. Wenn ich mir anschaue, wie sich die Atomkraft entwickelt, dann gehen wir mal nach Finnland. Dort wurde im Jahr 2005 der Reaktor Olkiluoto mit dem Bau begonnen. Geplant, dass ich nichts Falsches sage, Fertigstellung 2009, geplante Kosten 3 Milliarden Euro. 2 Jahre später haben die Franzosen Flamanville gestartet. Ähnliche Bauzeiten, Fertigstellung 2012, geplante Baukosten 3 Milliarden Euro. Wir haben jetzt das Jahr 2019, das neigt sich bald schon zum Ende. Beide Reaktoren sind immer noch im Bau. Die Kosten sind Stand Ende 2018 auf 11 Milliarden gestiegen. Das zeigt, das ist ein unglaubliches Milliardengrab, das dort quasi geschaffen wird. Ich habe Hinkley Point schon erwähnt, da wurde 2018 mit dem Bau begonnen, mit einem Vertrag, der dem Kraftwerksbau Areva oder deren Mutter EDF 12 Cent pro Kilowattstunde zugesteht plus Inflationsausgleich. Der britische Guardian hat errechnet, am Ende des Vertrages in 35 Jahren bekommt der Betreiber 35 Cent pro Kilowattstunde Atomstrom. Also dagegen laufen jetzt nicht nur die Atomkraftgegner Sturm, dagegen läuft vor allen Dingen die britische Wirtschaft Sturm, denn die weiß, sie wird gegenüber der Konkurrenz auf Festlandseuropa nicht mehr konkurrenzfähig sein. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was überall passiert, Atomkraft hatte mal im Stromanteil 17% des weltweit generierten Stroms, das sind heute noch 10%. Nimmt man die gesamte Energieerzeugung hinzu, so hat Atomkraft noch den marginalen Anteil von 4,4
1%. Das ist also verschwindend gering. Schaut man sich an, wie die Energien zugebaut wurden, da sind alle, auch die Kohle, in den letzten Jahren enorm nach oben gegangen. Vor allen Dingen aber die erneuerbaren Energien mit 3000 neu gebauten Terawattstunden Kapazität. Atomkraft kann hier nicht mehr mit. Und dabei sind die Kosten für die Entsorgung, die möglichen Kosten einer Katastrophe wie in Fukushima oder Tschernobyl noch nicht einmal eingerechnet. Im Alltag ist Atomkraft eigentlich wirtschaftlich nicht tragfähig. Das zeigt noch ein letztes Chart dazu. Wir haben versucht, für alle Länder der Welt die kostengünstigste erneuerbare Energiequelle zu ermitteln. Und wir sehen, in Nordafrika, da haben wir jetzt 2 Cent pro Kilowattstunde angesetzt. Ich weiß, dass dort bereits Kraftwerke gebaut werden. Da wird die Kilowattstunde Strom für unter 1 Cent pro Kilowattstunde generiert. Und die Leute machen damit immer noch Gewinn. In allen Ländern der Welt sind wir bei 3, 4, maximal 5 Cent pro Kilowattstunde. Also was Makoma für Südafrika beschrieben hat, wir haben die Alternativen, wir müssen sie nur machen und gestalten. Diese Alternativen sind da. Und da fragt man sich, warum plagen wir uns heute immer noch mit dem Thema Atomkraft? Und ich kann Ihnen sagen, es gibt nur eine einzige Antwort. Das ist der militärische Nutzen, der hinter der Atomtechnologie steht. Wir haben im Atlas ein Chart, das zeigt, wofür wird Uran überhaupt gebraucht. Also die rote Linie, das ist die jährliche Produktionsmenge. Und Sie sehen, bis in die 70er Jahre ist die Hauptsache des Urangebrauchs rein militärisch bedingt. Erst dann kommt die Zeit, in der auch die zivile Nutzung eine größere Rolle spielt. Wir sehen jetzt hier seit quasi dem Zusammenbruch des Ostblocks spielt die Uranproduktion für den militärischen Bedarf keine besondere Rolle. Das hat einen einfachen Grund. Wir hatten damals 70.000 Atombomben auf der Welt, fein aufgeteilt in die Ost- und Westsysteme, die sich gegenseitig mit Vernichtung bedroht haben. Diese gigantische Zahl ist auf unter 15.000 mittlerweile abgerüstet worden. Das ist erstmal ein kleiner Fortschritt oder ein erfreulicher Fortschritt. Aber ich will gleich sagen, das sind immer noch fast 15.000 Atombomben zu viel. IPPNW hat vor Jahren, die Ärzteorganisation IPPNW, hat vor Jahren bereits eine Studie erstellt, in der die Organisation ermittelt hat, was würde denn in einem begrenzten Atomkrieg passieren, wenn beispielsweise Indien und Pakistan in einen solchen Krieg kommen und nur 100 Atombomben aufeinander schießen. Das Ergebnis, es würde eine weltweite Hungerkatastrophe zur Folge haben und 2 Milliarden Menschen würden an Hunger sterben. Das ist etwas, was wir uns überhaupt nicht vorstellen wollen. Es gibt Alternativen. Die Alternativen sind die Ächtung der Atombomben und der Vertrag, sämtliche Atombomben abzubauen. ICAN hat den vor den Vereinten Nationen eingebracht. Wenn ich die Zahlen recht im Kopf habe, haben 122 Länder vor den Vereinten Nationen dafür gestimmt. Es haben ihn 75 unterschrieben und, ich gucke nach, 70 unterschrieben und 23 ratifiziert. Nicht jedoch Deutschland und auch kein anderer NATO-Staat. Der Grund ist unter anderem, dass auf unserem Gebiet, das ist den wenigsten auch im Alltag bewusst, immer noch Atomwaffen lagern, und zwar die Amerikaner. Sie finden in unserem Atlas auch einen Chart, wo die US-Amerikaner hier in Europa
Atomwaffen stationiert haben. Also wir hoffen nicht, dass es irgendwann ernst wird, aber das wären mit die ersten Ziele. Ich kann Ihnen nur sagen, nehmen Sie den Uranatlas, arbeiten Sie damit, verbreiten Sie ihn, machen Sie in Ihrem Freundeskreis ihn bekannt. Die Bestelladressen finden Sie gleich auf der zweiten Seite im Atlas, die Downloadadressen ebenfalls. Und jetzt danke ich erstmal für Ihr Kommen. Schönen Abend.